Sie kommen aus Tutzak, Sie bringen Lieferungen Waffen und Alkohol zur Mine. Möchtest du noch was wissen? Wie oft sie kommen? Also ob sie das erste Mal hier sind oder ob sie quasi eine regelmäßige Karawane sind oder ob es halt ausgetauschte Leute sind? Das wird ausgelost. Wer das kürzeste Streichholz in Tutzak bekommt, der darf den Weg antreten. Also diejenigen, die kommen, bleiben dann in Tutzak, die haben dann halt frei, und die dann in Tutzak halt stationiert sind, die dürfen dann halt Streichhölzchen und ziehen, und der halt das Kürzeste hat, der muss halt durch den Dschungel. Die haben da alle keinen Bock drauf. Außer, das kann er dir sagen, diejenigen, die zu Endurium, zum Endurium-Kopf von Hafax gehören, die bleiben immer hier in dieser Mine, die verlassen sie nicht. Die haben da auch richtig Bock drauf, sagt er. Das sind richtig wahnsinnige Kerle. Die Elite von Hafax, und ja, die bleiben freiwillig hier im Dschungel in Maraskan, und die wollen diese Mine auch gar nicht verlassen. Alle anderen Okay. Kamo-Gardisten werden sehr regelmäßig ausgetauscht. Also wenn es dann irgendwie einmal im Monat, dann können sie halt hier bleiben, oder auch also hier in der Mine wird dann wieder gelost, oder man kann halt die Wachen tauschen oder sowas. Und wenn du Glück hast, kannst du halt diesen beschwerlichen Weg durch den Dschungel wieder antreten, und dann hast du in Tutzak halt wieder ein leichtes Leben. Dann natürlich noch, wer genau sie schickt. Das ist ein General, der in Tutzak sitzt. Ich muss gerade mal nach dem Namen schauen. Darpatmund. So. An sich ist es ja egal, wie er geschrieben wird, aber ein General Darpatmund, der dann die Tutsakschen Interessen dort verwaltet, und der sie dann als Kamortgardist oder als rote Hand dann dort verwaltet und dann von A nach B schickt. Und wenn es Ja, dann dann heißt, natürlich noch. das Endurium-Korps will halt neue Waren, dann schickt er halt seine Männer los oder lässt halt ziehen. Dann natürlich noch, wie der, nennen wir Auftraggeber Offizier drin heißt, also an wen wir uns quasi wenden müssen, wer uns in Empfang nehmen wird. Ja, er hat den Mann noch nie kennengelernt, aber sein Name ist Legende. Perdido Dorkstein. Ein unglaublich muskulöser Mann, hünenhaft, ein sehr langgezogenes Gesicht und sehr ein schiefer Mund. Das liegt einfach daran, dass er über und über mit Narben bedeckt ist, und dementsprechend sieht sein Mund so schief aus. Er war wohl mal Anführer irgendeines horasischen Regiments, irgendwas aus Kuslik, und ist dann vor ein paar Jahren zu Borbarat übergelaufen, noch bevor die Invasion überhaupt begonnen hat. Wusste er wohl schon Bescheid. Niemand weiß genau, warum er Bescheid wusste, aber er war einer der ersten, die halt umgekippt sind und die dann auch den Tobrischen Feldzug, die Invasion der Verdammten, begonnen haben. Er ist ein unglaublicher Riese. Dann halt noch, genau, wie lange sie unterwegs sind, also schon unterwegs waren und ob das halt üblich ist oder ob sie länger oder kürzer als sonst gebraucht haben. Ja, 2 Wochen, 2,5 Wochen, die üblichen Probleme, die man halt auf Maraskan hat. Aber es geht ja darum, dass man, wenn man überlegen würde, man würde jetzt noch 2 Tage Pause machen, Wunden lecken und dann erst weiterziehen, ob das auffallen würde oder nicht. Darum geht es auch. Also einen Tag könntet ihr wohl noch machen, aber weitere Tage solltet ihr vielleicht gar nicht warten, weil ja, der Alkohol wird erwartet. Gut, dann noch die Frage, ob der Alkohol für bestimmte Personen nur ist oder ob er für alle Personen im Lager ist. Also wer den Die konsumiert. Sklaven kriegen natürlich nichts, und alle anderen trinken dann Alkohol, beziehungsweise Wasser mit Alkohol verdünnt. Die haben 2 Brunnen bei sich, und über die kann man auch Wasser beziehen, aber das wird dann halt auch mit Alkohol dann aufgewertet, weil nur Wasser trinken macht dann auf Dauer auch ein bisschen bekloppt. Und deswegen dann halt diese sehr regelmäßigen Lieferungen mit Alkohol und wenig Bier. Also, was heißt wenig Bier? Du hast da irgendwie 5 Fässer mit hartem Schnaps und ein Fass mit Bier. Und das reicht dann halt auch auf gar keinen Fall für einen Monat, aber da ist man dann erstmal mit bedient. Und bringen die noch was außer dem Alkohol und dem Bier? Also was bringen die alles genau? Waffen, also ihr könntet euch da jetzt Tutsackmesser, irgendwelche anderen Säbel, Schnitter oder so, könntet ihr euch dann abnehmen. Das Problem ist, und das kennen halt alle anderen, die jetzt hier schon lange durch den Dschungel laufen, die Waffen werden irgendwann rostig, egal wie man sich mit Waffenöl darum kümmert, aber ja, da wird sehr, sehr regelmäßig dann Neues an Waffen geliefert.
Okay. Ein paar Spitzhacken, ein paar Schaufeln, was irgendwie kaputt gegangen ist in dem Monat für die Sklaven. Dann noch die Frage, danach könnt ihr vielleicht noch, wenn ihr wollt, innen drin. Wie sieht es innen drin aus? Ich meine, A, wie viele Wachen gibt es vor dem Indurium-Eingang? Dann, wie ist es aufgebaut? Wie tief ist es? Wie viel wird da gelagert und wo? Dadurch, dass sie selber nie da waren, wissen sie nicht, wie es im Inneren aussieht. Sie wissen, es Okay, ist aber die eine. Geschichten, sage ich dann. Ja, es ist eine Mine. Eine Mine, die dann wohl irgendwie reingefräst worden ist. War vor ein paar Jahren mal in kaiserlicher Hand. Dann hat Borberat persönlich sie übernommen. Und seitdem ist sie eigentlich immer in Hand von Hafax gewesen. Der ist ja jetzt schon seit mittlerweile 5 Jahren der Fürst Komtur. Und ja, der kontrolliert das und schickt dann auch seine Krieger dann sehr geflissentlich hier hin, weil das ist so quasi das Einzige, was ihn auf Maraskan hält. Die einzige Handelsware, und damit wird er dann versorgt, kann sich seine Schiffe aufbauen, wird sich nach und nach dann eine kleine Seestreitmacht dann auch aufbauen, und das kann er eben alles über das Indurium finanzieren, was er dann hier mit Hilfe von einigen Schwarzmagiern und der dämonischen Hilfe dann auch bewerkstelligt. Aber die Leute wissen auch, dass es keine Schwarzmagier in der Mine gibt, sondern die halt einmal da waren, um einen Bergbaudämon zu beschwören, der dann die Sklaven unterstützt. Aber ansonsten gibt es dort wohl neben Perdido keine weiteren Magier. Wurdet ihr vor Fallen gewarnt, die auf dem Weg bis dahin sind, beziehungsweise wenn man reinkommt? Gibt es irgendwas, bis man quasi denjenigen, der den Alkohol übernimmt, dort trifft, auf dem Weg, bevor ihr gewarnt wurdet? Wir wurden gewarnt, dass wir auf dem Weg bleiben sollen und die Wege dann nicht verlassen sollen. Kurz vorher gibt es wohl einen kleinen kiesigen Weg, aber der verläuft sich dann sehr schnell. Also je weiter man dann wieder in den Dschungel vordringt, dann ist er halt nicht mehr zu erkennen. Und das pflegt auch keiner, aber kurz vorher gibt es einen kleinen Weg. Da sollen wir draufbleiben, nicht von abweichen. Es gibt doch sicher auch Gerüchte über Wesen, die sich da umtreiben. Welche Gerüchte hast du gehört? Wesen. Ja, ich weiß, dass nicht alles Endurium dann nach Tuzak kommt, sondern dass viel Endurium dann auch wohl nach Jergan, gebracht wird. Aber wie sie das machen, weiß ich nicht. Ich meine, schau dir mal die verfluchte Insel an. Niemand geht dann durch den ganzen Dschungel, um mit diesem Karren hier, er deutet einmal nach hinten, mit diesem Karren und so einem Esel oder einem Muli oder Rindern nach Jergan. Viel zu weit. Wie heißt der Anführer eurer kleinen Truppe hier und welchen Rang hat er? Hatte. Das ist der Feldwebel. Er deutet einmal auf denjenigen, der seine Zunge eben ausgespuckt hat. Feldwebel Urmoranius. Gut. Hat sonst noch einer Fragen? Gucken wir um. Nicht, dass mir gerade einfiel. Rodrigo rappelt sich auf und kommt mal wieder ein Weiß bisschen er, näher. was für Dämonen dort stationiert sind? Ich frag ihn ja gerade nach den Wesen, er sagt, er weiß es nicht. Ah, schade. Ach, Rodrigo, schön, dass ihr uns auch endlich beiwohnt. Er hat das eigentlich Richtige getan, er hat eine Frau daran gelassen, einen Mann zu befragen. Man sieht nur, wie Rodrigo ziemlich verärgert den Kopf schüttelt und in Janas Richtung schaut, aber nichts sagt. Einen ziemlich grimmigen Blick drauf. Derweil hat Ephadaios die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wachen ausgezogen und die Rüstung dann sorgsam aufgestapelt. Merkt man beim Berühren von denen irgendwie, dass sie ja, also wirklich paktierbar sind? Du siehst bei den Camorth-Gardisten selber erstmal keine Zeichen, zumindest nicht bei denen, die du jetzt hier ausgezogen hast. Das sind keine Paktierer gewesen, aber was dir dann beim Rüstung ausziehen auffiel, dass sie wohl Widerhaken auf der Innenseite haben. Und wenn du dann die Armschienen oder die Brustpanzer entfernen willst, kannst du sehen, dass da wohl die Widerhaken ins Fleisch reingegriffen haben und die Ell- und Speiche auseinandergedrückt haben, zwischen das Brustbein oder auch zwischen die Rippenbögen reingegriffen haben, sodass dann da diese Dornen sehr, sehr widerlich im Fleisch reingreifen. Was das genau soll, du hast keine Ahnung, aber das müssen wohl richtig harte Hunde gewesen sein. Aber Paktsymbole kannst du an der Camorth-Garde jetzt nicht erkennen.
Sind da eigentlich nur Kamotkadisten mitgekommen oder waren da auch welche in Zivil dabei? Nee, das waren alles Kamotkadisten, keine Zivilisten. Ja, ich würde ihn dann mal anschauen. Jetzt hast du uns alles gesagt, was wir wissen wollten. Oder verschweigst du uns noch irgendwas, was wichtig wäre? Folg mir nochmal näher zu ihm an. Nicht, dass ich wüsste. Wie redet ihr miteinander? Gibt es da eine Art bestimmte Sprache oder gibt es ein bestimmtes Wort, was wir sagen müssen, um euer Tod zu passieren? Das sind alles Brüder und Schwestern. Ja, sonst noch was? Was willst du wissen? Nein. Wir haben Rangsymbole. Der Höchste befiehlt. Schau einfach auf die Schultern. Guck auch mal auf seine. Einfach Kriegskunst. Keine Ahnung, ja, Kriegskunst. Kann ich da mitmachen? Klar kannst du mitmachen, du stehst daneben. Steht denn das bei Wissen? Ja, yep, Wissen. Hab ich nicht, kann man es irgendwie ableiten? Bestimmt. Brett- und Kartenspiel plus 10, ja genau. Nichts fürs Erkennen von Rangsymbolen wirklich. Würde ich jetzt zulassen. Also, mach halt Brett- und Kartenspiel plus 10 und wenn du das halt nicht kannst, dann nicht. Jalan, das ist ein Oberstabsgefreiter. Also der höchste Mannschaftsdienstgrad, den es so quasi gibt. Danach kommt die Unteroffiziere und die Offiziere und Unteroffiziere also, Porte B. Wirklich, ich kann mich hier jetzt nicht umgucken, der zweite Mann nach dem Feldwebel. Nach dem Feldwebel, es gibt halt noch die ganzen Unteroffiziere, also die einfach nur Unteroffiziere heißen, aber ja, Stabsunteroffizier gibt es noch, kann sich halt umblicken und mal schauen. Gibt es auch tatsächlich noch einen einfachen Unteroffizier, kein Stufz, kein Stabsunteroffizier, aber nur ein Unteroffizier. Der wird dann wahrscheinlich sowas inne gehabt haben wie einen Sonderposten nach dem Motto Logistik. Der hat dann die Fässer gestapelt oder sowas. Aber die einfachen Mannschafter sind dann einfach nur fürs Kämpfen da und da geht es dann auch noch wieder nach Mannschaftsdienstgrad und die können halt untereinander befehlen, aber Stabsunteroffizier beziehungsweise ein Oberstabsgefreiter, das ist schon, da musst du schon lange gedient haben, damit du diesen Posten hast. Ja, der Mann macht das also schon eine ganze Weile. Der ist schon lange dabei, ja. Wir ihn verhören. Meinst du, er hat uns angelogen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kann ich mit einem Menschenkenntnis würfeln, Frosty? Hab ich das Gefühl, er hat mir die ganze Zeit was vorgespielt? Kannst du machen. Okay. Die komischen Armeen mit ihren komischen Rängen. Früher, als mein Großvater noch gelebt hat, da hätte sowas nicht gegeben. Da wusste ja, der Bauer, wo er hingehört. Kasim kommt langsam auf euch zu. Vor allem auf Washer, der hat dann gleich noch. Guck mal, wie es läuft. Ich habe eigentlich eine 3 Erleichterung, glaube ich, sogar auf diese Probe, weil es gesellschaftlich ist und Charisma drin ist. Ja, aber falsche Kulturkunde. Ich habe total Anpassungsfähigkeit. Ja, aber das hilft dir ja nur für den SO-Unterschied, aber nicht für die Kulturkunde. Also du weißt nicht, ob er dich angelogen hat. Okay. Ich würfel einfach auch mal, ja. Mach. Stand ja daneben. Nö. Gut. Nun. Was machen wir mit ihm? Wir versuchen, seine Seele zu retten. Seine Gnade Fadaios wird ein Gebet an die Götter richten und dann wird er hingerichtet. Ihr wollt ihn umbringen? Er hat uns alles gesagt, was wir wissen wollten. Nun, wir sind mitten auf Maraskan. Wir können ihn schlecht zum nächsten Gericht schleifen. Ich meinte nicht Gericht. Ich meinte, wir machen irgendwas anderes mit ihm. Hat er einen Pakt geschlossen? Man schaut ihn nochmal an. Hast du einen Pakt geschlossen? Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann seid ihr noch zu retten. Freut euch. Da gibt es nichts mehr zu retten, sagt Pondijian und zieht schon seinen Dolch aus der Scheide. Seid ihr fertig? Wenn seine Gnade von Darius seiner Seele den Göttern anempfiehlt, werden sie ihn vielleicht zu sich nehmen. Er nickt einmal mit dem Kopf in Richtung von Urmoranius. Er hat da einen. Dann schaut er Pondijian an, nickt dir zu. Ich bin bereit. Lass mich hinkriegen. Ich könnte ihn doch nicht einfach umbringen. Außerdem will er das. Ich glaube, das ist nicht richtig. Stell mir mal vor ihn. Immer noch Blut. Rindijan schiebt dich mal so durch alle durch. Nein! Lass mich wenigstens hinknien.
Ich möchte davor stehen bleiben vor ihm. Wenn du mich wegschiebst, dann verpiche ich dich halt. Washa, auf die eine oder andere Art und Weise wird er auf jeden Fall sterben innerhalb der nächsten 7 Tage. Und es wird langsam und qualvoll sein. Aber er hat uns alles gesagt, wir können dich einfach umbringen. Ich habe ihn befragt. Wir können ihm die Gnade eines schnellen Todes erweisen. Nein, das ist nicht richtig. Getzer, sprich. Hast du Angst vor dem Tod? Ich will wenigstens auf Knien sterben und nicht an einen Baum gelehnt. Ich sage euch, er will sterben. Da ist irgendwas falsch dran. Rodrigo stieg dich dazwischen, zieht den Mann so ein Stück zurück. Du, und nickt Richtung zu dem Samurajins, die er befiehlt. Kommt her, ihr vier. Und was machst du? Wir können dich einfach umbringen. Ich habe gesagt, dass der Mann nicht sterben wird durch die Hand von uns. Durch keinen, den ich befehlige. Der unter meinem Kommando steht. Ihr steht nicht unter meinem Kommando. Ich werde die Entscheidung nicht treffen. Aber ich habe die Entscheidung getroffen. Er schaut jetzt zu Ephadaios, zu Yalan, zu Bredigian und zu Washa. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass wir ihn nicht töten. Das Wort habe ich ihm gegeben und das Wort wird auch gehalten. Ach, Azul, Bredigian scheint wirklich enttäuscht zu sein und steckt sein Dolch wieder weg. Aber Rodrigo, bedenke, wenn er unbedingt sterben will, vielleicht hat er wirklich einen Pakt mit uns angelogen. Ich kenne mich ganz gut aus mit Menschen, aber diese Kultur hier ist mir größtenteils immer noch sehr fremd und vielleicht hat er mich angelogen. Ich weiß es nicht, ob er das tut. Ich habe ihm aber zumindest das Wort gegeben, dass wir ihn nicht töten. Dann können wir ihn auch noch einen Tag hier lassen. Wenn wir eh noch nicht aufbrechen, dann lassen uns ihn noch einen Tag hier und vielleicht hören wir ihn später nochmal. Das ist nicht meine Entscheidung, das entscheiden die Samurajins. Kann ich die überreden, Frosty? Du kannst es versuchen. Mal ohne Witz, ihr wollt mich jetzt hier verletzt, wie ich bin, durch den maraskanischen Dschungel laufen lassen, alleine? Bitte tut es ehrenvoll und schenkt mir den Kriegertod. Schüttel nur mit dem Kopf, ist ziemlich enttäuscht. Ich sag, wir behalten ihn bis morgen noch und schauen, ob wir noch was von ihm rauskriegen. Vielleicht fällt uns da etwas ein. Lass gut sein. Nein! Manchmal muss man kalt und herzlos sein. Nein, nicht du! Wir sind seit Wochen in diesem dämonenverseuchten Gebiet unterwegs sein. Verpiss dich, Erferdi! Er soll's tun. Ich will keine Ahnung. Ich warte aus, möchte Washa packen. Und sie wegtragen. Nein! Man sieht, wie Rodrigo dir die Hand auf die Schulter legt. Lass das sein. Das ist nicht notwendig. Wir werden nicht handgreiflich werden. Weder gegen dich, noch gegen Washa. Ich habe meine Meinung gesagt, sie hat ihre Meinung gesagt, aber ich habe das Kommando hier drüber und ich denke, jeder wird sich daran halten. Die Samurajins werden eine Entscheidung treffen. Und ich mache die Samurajins, möchte ich jetzt trotzdem mal reden? Moment, was ich für dir? Gibt's also, Ephadaios, du wurdest jetzt eben von Rodrigo aufgehalten und hast einen Befehl bekommen. Willst du es trotzdem tun? Ja, Ephadaios ignoriert das. Okay. In die Knie kehlen. Rodrigo? Dass er sozusagen auf die Knie fällt, aber nicht natürlich jetzt hier. Hält ihn noch weiter an der Schulter fest, damit er nicht vorne überkippt, weil er... Alles klar, dann einen Räumer, bitte. Klar. Dann machen wir das. Dann machen wir jetzt hier PvP. Sehr schön, Johnny. Sehr schön. Leute? Das war ein direkter Befehl, also... Bruder, Schwestern, warum lasst ihr euch von dem Geschwafel von diesem Ungeschaffenen hier vergiften? Er hat recht. Das war auch kein Tritt sozusagen, der mit voller Wucht gemacht wurde, sondern eben in die Knie kehlen, dass du sozusagen einsacken sollst. Es kann natürlich sein, dass du jetzt vielleicht irgendwie eine Probe schaffst, wahrscheinlich ist das eine Geschickprobe ohne Erschwernis. Also wenn du ihn von hinten reintrittst und erst mit Wascher beschäftigt, dann kann er nichts dagegen tun. Mit PvP hast du angefangen, wenn du jetzt sie gegen gegen ihren Willen da weggetragen willst, für Darius, da hast du dann selber Schuld. Können wir das erstmal vielleicht chronologisch machen, dass ich vielleicht auch selber noch ausweichen kann, wenn ich will, bevor die sich abziehen? Ja, dann würfelst du eine Parade oder eine Ausweichenprobe und dann kannst du es halt auch noch sein lassen. Moment, also ich habe erstmal die Überreden gemacht, für die Rodrigo ja vorher schon befähigt hat, bevor es überhaupt losgeht. Ja, genau, das kannst du machen. Genau. Und jetzt kam Ephadaios zu mir und ich habe gesagt, nein, ich wollte zurückweichen. Jetzt würde ich eine ausweichen würfeln, dann kann Rodrigo ja immer noch was machen. Wenn ich ausweiche, ist er ja sowieso raus. Richtig? Ja, richtig. Dann kann er trotzdem ihm die Hand auf die Schulter legen, kann er trotzdem sagen, lass es sein. Auch wenn du es nicht tust, nur eben, dass er dich nicht gepackt hat und dann eben nicht ihm die Kniekehlen treten muss. Ja, richtig. So, ausweichen, hopp. Gut, ja. Dann tauchst du unter dem Griff von Ephadaios ab. Mädchen. Rodrigo hat ihm das Wort gegeben, aber hier herrscht das Gesetz der Samurai-Jin. Das ist aber nicht mein Gesetz. Das Einzige, was ich dem ich sag euch, lass Gardisten mich noch anbieten Zeit. Kann, ist, dass ich dann in die letzte Absolution abteile. Die Samurai-Jin, dass sie ihm bis morgen Zeit lassen. Sie werden dich anhören. Ey du, hast du Yalan?
Tu es. Tu es. Schenk mir den Kriegertod. Bitte, ihr. Was sag ich denn da? Samurai-Jin, sag ich das auch zu denen? Oder habe ich irgendwie in den letzten Tagen eine Anrede für die gelernt? Bruder, Schwester, Samurai-Jin, ja, weiß ich nicht. Also. Bruder, Schwester, Samurai, bitte. Gebt ihm noch Zeit bis morgen. Wir können ihn doch fesseln und noch ein bisschen hier lassen. Vielleicht fallen mir noch Fragen ein oder jemand anderem und dann werden wir es bereuen, ihn gerichtet zu haben. Teme, fusakareru na. Kore wa watashi tachi no mori desu. Kokoro wa chisai. Yatsume shinjimae. Yatsu hetakuso yakamashi. Shikusho yakamashi ujusai. Saitai. Fuzakeru na. Kutabare. Kisama kusukurai kutabare. Ich blicke den Kamortgardisten an. Eure Seele kann noch gerettet werden. Wir werden sehen. Dann nick bitte lasst ihn Zeit bis morgen. Und dann nick ich den Samurai-Jins zu, sie sollen ihn mitnehmen. Washashida, der da ist ein Ungeschaffener. Er ist kein Teil der Schöpfung mehr. Jede Minute, ja, die er noch auf dem Weltendiskus weilt, mindert die Schönheit der Welt. Deine Seele ist noch nicht verloren. Hier ist es eh nicht schön. Also können wir auch auf den einen Tag früher oder später verzichten. Der da hat die Wiedergeburt verloren. Rodrigo, du bist auch ein Krieger, ja? Jetzt sei endlich still oder ich füge dir das Holz immer noch ein. Da guckt sie immer böse an. Rodrigo, tu es. Heißt du. Ich glaube, dass du kein Krieger bist und ich glaube, dass du das Recht auf Ehre und Anstand verloren hast, als du dich diesen Arschlöchern angeschlossen hast. Aber ich treffe diese Entscheidung nicht. Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Ja. Himmels Willen. Ich bitte dich um einen ehrenvollen Tod. Und du gibst sie mir nicht? Das interessiert keiner. Kein. Ich habe dir versprochen, dass ich das nicht tun werde. Also liegt das in der Hand der Samurai-Jins. Die musst du bitten. Rossi, habe ich denn eigentlich irgendeine Reaktion auf mein Überreden gekriegt? Ich habe das ausgespielt und die Samurai-Jins werden nichts tun. Die nicken einfach nur still, weil sie sind halt diszipliniert. Gut. Dann nehmen sie wahrscheinlich einfach mit, oder? Das war jetzt dann der Befehl. Und wenn die ihn nicht umbringen, dann bleibt er am Leben, sehe ich richtig. Ja, gut, alles klar. Dann könnt ihr euch jetzt wieder gemeinsam mit Rüstung und mit Waffen zurückziehen. Wollt ihr den Wagen mitnehmen? Bestimmt. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Und Rigo? Ja. Mir ist durchaus bewusst, dass ihr eine große Verantwortung auf euch habt, um die Kohärenz dieser Gruppe zusammenzuhalten. Aber glaubt nicht, ihr könntet für mich sprechen. Haben wir uns da verstanden? Wenn du mir widersprichst, dann ist das ein Widersprechen, dass ich damit ahnden muss, dass ich entweder dich bestrafe oder ich muss dich rausfeuern aus einer militärischen Gruppe. Nur diese zwei Möglichkeiten gibt es. Ihr wisst, wie möchtet ihr das handhaben? Ich kann euch keine Befehle entgegennehmen. Gut. Dann seid ihr raus. Ich schmeiße euch raus. Nun hört doch mal auf, als ob wir nicht genug Stress hätten. Nein, ich kann keine Deserteure gebrauchen und ich werde nicht wie ein Deserteur bestrafen, weil das Ganze zu noch mehr Unzufriedenheit führt. Ihr habt euch darauf geeinigt, dass Rodrigo die Gruppe anführt, bis diese Sache hier vorbei ist. Also ja, dann lebt damit, Rodrigo. Ach, egal, wisst ihr was? Ihr seid so viele Männer! So viel Testosteron! Und man schimpft und schimpft und geht weg. So. Myria kommt zu Yalan. Herr, wir sollten uns vielleicht um eine Beförderung später bemühen und dann könnte es ihm ja vielleicht heimzahlen. Was haltet ihr davon? Spielt erstmal mit und dann später, weiß ich nicht, werden wir vielleicht, oder ihr werdet dann vielleicht von Rataralsanin befördert oder von irgendeinem anderen Offizier. Und dann könnt ihr halt wieder gleichberechtigt entscheiden, was haltet ihr denn davon? Blick mal in die Runde unserer Reisegefährten. Blick nochmal zu Rodrigo. Kneif ein Auge zusammen. Na schön, die Umstände gebieten es. Aber das war noch nicht das letzte Mal. Ihr solltet euch noch entschuldigen. Danke, Yalan, dass ihr so verständnisvoll seid. Mir fällt es nicht einfach, diese Gruppe anzuführen. Ich denke, das wisst ihr genau. Er gibt nochmal ein nicht zuzuordnetes Nicken, wendet sich um und geht irgendwo hin. Ich bringe das Yalan noch bei. Keine Sorge, Leutnant Rodrigo. Er ist immer sehr uneinsichtig, wenn es ums Lernen geht.
Und Rijian, ich habe mich euch angeschlossen, um die Hufflejars zurück in den Aethergym zu schicken. Und nun zeigt ihr so etwas wie Gnade vor so etwas? Nein, ich habe eine List gesagt. Ich habe gesagt, ich und die Männer, die mir unterstehen, werden ihn nicht töten. Aber ich wusste ja, dass die Samurajins mir nicht unterstehen. Aber wenn ihr zu dumm seid, um Fexens Spiele mitspielen zu können, weil ihr dem Mann direkt ins Gesicht sagt, oh, wir töten euch, und nein, dann kriegen wir keine Informationen, dann tut es mir leid. Dann kann ich euch nicht in einer fexischen Mission zum Erfolg führen, wenn euer Verstand dazu nicht ausreicht. Predigian untersteht dir ja nicht. Das wusste ich OT gar nicht. Also, du bist der Führer und du bist quasi... naja, ich weiß nicht, hältst du dich an sowas wie mittelreichische Heeresformation? Alle anderen sind ja auf dem Schiff angeworben worden und Wascha fällt halt auch nicht unter dieses Gesetz. Aber an sich könntest du, wenn du das jetzt fexisch auslegst, könntest du es eben genauso deuten. Fexisch ist das möglich. Nun, Rondrigian, dann lass mich ihn in den Aethergym schicken. Als ihr euch dieser Gruppe angeschlossen habt, habt ihr euch der Gruppenstruktur unterworfen. Ihr habt euch dieser Gruppe angeschlossen, um mit uns zu reisen. Nicht nur irgendwie für einen kurzen Angriff, sondern für die gesamte Zeit. Damit habt ihr euch definitiv der Gruppenstruktur unterworfen. Genau, mit dem Ziel, die Hufflejars zurück in den Aethergym zu schicken. Das war meine Aufgabe. Euch dorthin zu führen. Und jetzt haben wir einen hier und wollen dies nicht mehr tun. Nein, ich habe kein Problem damit, diese Leute zu töten. Ich habe nur ein Problem damit, einfach so mein Wort zu brechen für etwas Unnötiges. Gut, wenn ihr das so seht, dass ihr mich untersteht, dann seht das so. Hier ist es gleich. Ich will keinen Zwietracht in diese Gruppe bringen, aber ich will auf jeden Fall, dass dieser hier nun so schnell wie möglich dorthin zurückgeschickt wird, wo er herkommt. Ja, dann... Ich denke, dass die Samurajins die gleiche Auffassung haben und dass sie nur Washas Wunsch nachgekommen sind, dem Mann noch einen Tag zu gewähren, falls wir aus irgendeinem Grunde noch irgendwelche Informationen brauchen oder so etwas. Wenn es sein muss, wenn ihr glaubt, dass ihr noch etwas aus ihm herauskriegt, dann... Ich glaube das nicht. Deswegen habe ich auch nicht dafür gesprochen, aber ich habe zumindest gesagt, wer das zu entscheiden hat, meines Erachtens nach. Nun, aber du verbietest trotzdem, ihm nun zurück in den Aethergym zu schicken. Rodrigo macht einen Schritt zur Seite. Ich verbiete das den Leuten, die mir unterstehen, ja. Weil wir eine hierarchische Struktur haben. Und die ist momentan an das Militär angegliedert und nicht... Mann, ihr nervt mich. Bringt's halt hinter euch. Ich habe mit meinem Leben abgeschlossen. Gut, wenn du mir sagst, dass ich kein Teil dieser hierarchischen Struktur bin, mit den Worten zieht Brindijan wieder den Dolch und geht auf den Typen zu. Lass mich knien, ja? Rodrigo geht, schüttelt ein wenig den Kopf. Ja, dann zieht Brindijan den Dolch und schneidet ihm die Kehle durch. Du siehst Widerspruch in seinen Augen. Er hasst dich. Er hasst dich und dann ist dieser Blick leer. Seine Augen werden noch ein bisschen rot und dann klappen sie zur Seite und er fällt dann wieder wie sein Feldwebel in das Gras. Ja, Brindijan zeigt keine Gefühlsregung, als wenn das irgendwie, naja, nicht mal ein Tier wäre, was er da gerade umgebracht hat. Brindijan. Ja? Ich weiß, es klingt jetzt seltsam, aber zügellose Rache ist nicht das Mittel der Wahl. Das hat nichts mit Rache zu tun. Geht das dir die Augenbrauen hoch? Wieso? Sie sind kein Teil der Schöpfung und sie haben kein Recht, auf dem Weltendiskus zu wandeln. Ganz einfach. Diese hatte keinen Pakt geschlossen. Darum geht es nicht. Ich dachte, das bedeutet es, Teil der Schöpfung zu sein. Alle die, die für die Hufflejars arbeiten, für Hufflejars arbeiten, sind kein Teil der Schöpfung mehr. Du hast die Hochgeschwister verkündet. Und danach handle ich. Und jeder Geweihte, dem ich bisher begegnet bin, hat gesagt, dass jede Seele gerettet werden kann. Daran glaube ich nicht. Diese hier nicht. Die haben ihr Recht auf Wiedergeburt verloren. Die hatten einmal die Wahl und die haben sie getroffen. Du sprichst ihnen damit das Menschsein ab? Ja.
Brechen überhaupt das Sein ab. Sind nichts. Sie sind dennoch Lebewesen. Nein, diese Bezeichnung verdienen sie nicht mehr. Vielleicht sehen sie so aus, aber sie sind es nicht. Ich hätte euch nicht für so kalt gehalten. Ich verstehe euch nicht, dass ihr mit diesen, sie so behandelt, als wären sie Menschen. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Rindijan, wo ist Washer? Die ist in die Richtung gegangen. Verdammt, hinterher. Wir können nicht zulassen, dass sie verschwunden ist. Aber nur wir zwei und noch... Potro und Dynar noch. Die restlichen Leute bleiben... Und meine Samurajins zu mir. Washer, meine Liebe! Washer! Die restlichen... Man schaut zu Ephadaios. Ich halte das Kommando mit Ephadaios. Ja. Was tut Ephadaios in der Zeit? Soll, oder? Ja, Brutrigian, begleitet uns bitte. Der wird zum... Wie sind die? Mulijin? Diese Maultiere gehen? Muli, ja. Muli, und ja, sich so ein bisschen seine verschwitzte Haut abreiben, um dann auch ein bisschen von dem Insektenschutz mit aufzureiben und damit das Tier vorsichtig einzureiben, damit das auch nicht so von Mücken zerstochen wird. Okay, also ich habe dir schon einmal die Regeln erklärt für deinen Hund. Dieses Insektenmittel senkt die Loyalität und ein Tier damit einzureiben ist Tierquälerei. Okay, wenn einfach das so sieht, dann lasse ich das. Dann streichle ich das nur so. Ephadaios, Kasim kommt auf dich zugehumpelt, auf seinen Stab gestützt. Im rechten Bein steckt immer noch ein Pfeilschaft. Kannst du dich vielleicht irgendwie darum kümmern? Oh, ihr habt ja einen Pfeil abbekommen. Nein, ich tu nur so. Ja, da drüben ist eine umgeknickte Palme. Oder so ein Strauch. Ja. Der Ephadaios erstmal darüber. Wie ist das? Wenn einer seine Seele nicht verpfändet hat, dann kann man ihn doch retten, oder? Ja. Jede Seele ist rettbar. Außer natürlich die. Bereits verloren sind. Weiß. Die Frage, gibt es solche Seelen, die hier noch auf der Erde wandeln? Ich schau mir einmal die Wunde an. Nur anschauen. Ja. Ich weiß es leider nicht, ob die Spitze wieder Haken hat oder nicht. Jagdpfeil werden die vermutlich nicht benutzen, den könnte man einfach durchstechen, aber oder rausziehen. Wie sieht es mit euren magischen Fähigkeiten aus? Könnt ihr diese nicht nutzen, um die Wunde zu heilen? Ich bin kein Heiler. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen würde. Abgesehen davon, das, was wir in der Mine vorhaben, erfordert enorm viel Kraft. Ich möchte sie ungern verschwenden und dann... Naja. Ah. Lass mich mal kurz einen Heilungssegen aufschlagen. Der heilt keine Wunden. Nur LEP. Achso, für dich ist die Wunde relevant, ne? Wundsegen kann er nicht. Nun, ich werde dir mal eine... Ah, du hast ja deinen Stab als Stütze. Ich würde vorschlagen, wir versuchen dich mit dem Karren hier ins Lager zu bekommen und dort schaut sich jemand mit einem fachkundigen Auge das Ganze nochmal an. Ja, Washer hat dieses fachkundige Auge, aber die... Vielleicht sucht sie gerade ihre Schlange. Nein, das glaube ich nicht. Ihr beide habt ja auch überhaupt keine Ahnung von Frauen. Das habe ich auch nie behauptet, Miria. Was ich meine, was sie hat. Ja, das ist doch klar. Ich meine,
Sie hat ein Problem damit, dass jetzt Menschen getötet werden und Rodrigo sagt das eine und dann wird das andere getan und dann überredet sie auch noch diese Krieger und schafft es und dann wird halt trotzdem wieder nicht das getan, was sie will. Wenn es bei einer Frau nicht nach dem Willen geht, dann ist sie halt beleidigt und dann rennt sie halt auch blutend in den Wald rein. Musst du ja wissen. Sie beleidigt ist so, also, das ist gar nicht mein größtes Problem mit der Kleinen. Sie sieht sehr unschuldig aus und es gibt Momente, da ist sie auch sehr unschuldig, aber so gesehen wie manchmal in ihren Augen, da sieht man, wie kaltblütig sie einen Mann von hinten abstechen kann. Manchmal verwechsel ich die Frauen aus meiner Fakultät am Konzil. Wie meint ihr denn das, Magister? Sind die einfacher zu durchschauen oder wie? Nein, sie handeln logisch. Ich finde das ganz, ganz schön sexistisch von euch, weil der große Jäger Geron kann das auch. Und Fejarion kann das auch. Und zwar hinten abstechen, einfach so. Nur weil sie eine Frau ist und weil sie tolle Augen hat. Nein, nur dass sie immer die Ängstliche gibt und an den Momenten, auf die es drauf ankommt, ist sie ausgewechselt, wie ein anderer Mensch. Das ist oft so bei Leuten, die nicht permanent mit den Realitäten hier vertraut sind. Es ist was anderes, im Kampf jemanden abzustechen, als jemanden, der unbewaffnet ist, den Dolch zwischen die Rippen zu treiben. Sie hat auch keine Erfahrung mit dem Kämpfen. Ich meine, sie sitzt hier im Lager, ist untergegangen mit einem Schiff und wer weiß, was sie alles durchlebt hat. Und dann hat ein Hesindegeweihter sie gefunden und sie hat eigentlich gar keine Lust hier zu sein, sondern ich weiß nicht, sie hat gesagt, sie sucht ihren Vater oder ihre Mutter, ich weiß es nicht genau. Und eigentlich will sie auch gar nicht hier sein. Und das eigentliche Ziel, was sie dann auch noch hatte, ist Beilung oder Perikum gewesen oder sowas. Und da wollte sie eigentlich auch gar nicht hin. Aber das ist das Einzige, wo sie hin kann, weil von allen Seiten irgendwelche Feinde lauern und jetzt ist sie mittendrin. Wie würdet ihr euch denn fühlen? Ich meine, die Söldner haben es doch die ganze Zeit schon gesagt, ja? Ihr sitzt irgendwie die ganze Zeit auf euren Zyklopeninseln, wo auch immer die sind, und habt den ganzen Tag nichts anderes getan, als zu fischen. Und hier brennt einfach die Hütte. Ich meine, ich habe meine Heimat verloren, genauso wie mein Ritter Jarlan. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie schwer das ist für uns, dass wir keine Heimat haben? Jetzt hat Jarlan auch noch sein Pferd verloren, sein Auge, und ihr redet irgendwas von kaltblütig abstechen? Man muss so sein, wenn man gegen Paktira zieht. Ich meine, ihr seht sie doch, sie sind über. Das hat ja Rodrigo doch gesagt. Wenn wir in diese Mine hineingehen, haben wir überhaupt keine Chance im offenen Angriff. Gegen das, was Borbard uns hinterlassen hat, gibt es kein Kraut. Und wenn wir mit Tausenden von Leuten ankommen und eine Armee aufstellen, Hafax weiß die Schritte, die wir handeln, oder Xeran, der dann irgendwelche Söldner mit Gold besticht, oder Rassasur, der über uns hinüberfliegt, uns alle tötet und dann die Skelette wieder aufstehen lässt. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie das ist. Da muss man so werden. Und ihr erdreistet euch und macht auch noch Anschuldigungen, wo wir zusammenhalten sollten? Wir sollten alle zusammenhalten, egal wo wir herkommen, egal welches Geschlecht wir haben, aus welchem Stand wir kommen. Und damit meine ich auch euch, Jarlan. Es ist doch völlig egal in dieser Situation, ob ihr adelig seid. Ja, natürlich, Praios hat euch das geschenkt und das will ich euch auch nicht abstreiten, genauso wie er es mir geschenkt hat. Und mein Bruder ist Bandstrahler, der würde jetzt was ganz anderes sagen, aber in dieser Situation geht es nicht anders. Wir müssen zusammenhalten. Wir sind mitten auf dem Maraskan. Alles ist giftig. Alle Tiere wollen uns umbringen. Und das Einzige, was uns bleibt, sind wir selber. Wir. Nicht einmal diesen Kriegern, diesen Samuro-Djinns können wir vertrauen. Wir können diesen Paktierern oder der Camorgarde nicht trauen. Nur uns. Nur uns. Und das, was ihr jetzt tut, ist irgendwie euch gegenseitig beleidigen, euch zu hintergehen, in den Wald zu rennen. Ihr habt doch vollen Schuss. Und dass ich euch das als 17-Jähriger sage und ihr alle älter seid als ich, Ephataios, wie alt seid ihr? Kasim, ihr seid ein gelehrter Mann. Ihr müsst euch mal zusammenreißen und zwar alle. Dass ich euch das jetzt an dieser Stelle sage, es ist doch wohl eine Frechheit. Benutzt doch mal euren Kopf, verdammt. Benutzt doch mal euer Herz. Das ist das Einzige, was uns bleibt und das ist das Einzige, was uns von diesen Leuten unterscheidet. Miria, du sagst selbst, dass du deine Heimat verloren hast und dir erst nichts anderes übrig bleibt, als um sie zu kämpfen. Und ich, was ein Zyklopeninseln hierher gekommen ist und mit dir zusammen hier streitet, den bezeichnest du als feige.
Manchmal steht einem das Herz im Weg, Myria. Und da muss man es durchschneiden oder reinstechen? Schön, Kasim. Schön, richtig schön. Derweil im Urwald. Washer! Fährtensuche. Renijan, los! Nase auf den Boden suchen! Ja, such Washer! Du musst sie finden! Die weiß doch gar nicht, wo sie langläuft, die Arme! Erleichtert, oder? Mit Maras kann Kuh nicht? Nee, also einfach nur Fährtensuche. Eine Erleichterung. Kriegen Sie eine Erleichterung, weil ich Pistole brauche? Also, Maraskan-Kunde, ich müsste überall auf Maraskan immer zählen mit 3 Punkten Erleichterung. Ja. Keine Erschwernis, genau. Also einfach in der Fährtensuche-Probe rein. Also ist in der Fährtensuche bloß 3 und für ihn dann eben nicht erschwert. Gut. Genau, richtig. Ja, trittst auf den Blutfleck und damit ist er dann auch ruiniert und du weißt nicht mehr, in welche Richtung es ging. Washajide! Sag doch was! Also du kannst sie hören, Wascha, ist deine Entscheidung. Sehen tun sie dich nicht. Gut. Wascha, komm schon. Ha, warum läuft sie denn allein in den Dschungel? Wascha, Jida. Gut. Und mit der Suche nach Wascha, würde ich sagen, können wir diese Runde beenden. Es geht dann 2 Wochen weiter.